willkommen zum Querblick Thekentalk aus dem Anyway Café in Köln. Und heute geht es um diese zwei Bücher und die Autorin, die diese verfasst hat. Benötigt sie das Schreiben, um ihr Leben als Lesbe zu verarbeiten? Lina Kaiser heute zu Gast. Hi. Lina, du bist Studentin, 25 Jahre alt und schreibst lesbische Coming-out-Romane. Lass uns doch erstmal anstoßen. Ja. Bitte. Verdammt. Ja. Okay. So, dein erstes Buch, Abseits der Lichter, ist 2013 erschienen. Und dort geht es eigentlich eher um das Coming-in statt um das Coming-out. Was bedeutet für dich Coming-in? Ja, ich denke, das umreißt den kompletten Prozess, in dem man sich darüber klar wird, wie eben die sexuelle Orientierung ist. Ja, fängt an bei dem ersten Mal, dass man irgendwie denkt, oh, empfinde ich da irgendwie ein bisschen mehr für eine gleichgeschlechtliche Person, und endet wahrscheinlich an dem Punkt, wo man für sich sagt, so, okay, ich habe es jetzt erkannt, ich bin jetzt schwul, lesbisch, bi, was auch immer. Und was war genau der Reiz für dich, genau darüber zu schreiben? Der Reiz daran war, dass ich selber diese Phase als ziemlich lang und schwierig empfunden habe. Und ich habe damals viel Bücher gelesen mit lesbischer Thematik und oft das Gefühl gehabt, dass es nicht so ganz dem entsprach, wie meine Erfahrung in dem Bereich war. Und es war teilweise mir nicht genug thematisiert, wie schwierig das eben auch sein kann, sich über sich selbst bewusst zu werden. Und das wollte ich halt dann, dem wollte ich mehr Raum geben dann in den Büchern. Okay. Und wie bist du zum Schreiben gekommen? Also wann hast du damit angefangen? Angefangen zu schreiben habe ich eigentlich ganz stupide nur für mich, mit meinen Tagebüchern. Das habe ich ewig gemacht, jeden Tag, jeden Abend die Seiten gefüllt über mein eigenes Leben. Und eigentlich wenig anderes so geschrieben. Das kam dann irgendwie erst so, nachdem ich dann eben auch viele andere Bücher der Art gelesen habe, dass ich dachte, okay, komm, du schreibst gerne, versuch doch mal sowas zu machen. Und so ist dann auch letztlich im Abseits der Lichter entstanden. Es war mehr so ein bisschen Zufallsprodukt dann. Zufallsprodukt? Also war es ja erst gar nicht geplant, dass du das zu einem Verlag schickst? Nee, die ersten paar Seiten habe ich verfasst, ohne zu denken, dass es überhaupt komplett wird, jemals. Okay. Das kam dann erst im Verlauf, als ich merkte, okay, es wird eine ganze Geschichte, und als es dann ein paar andere Leute gelesen hatten, die auch meinten, ach ja, ist doch ganz gut, da habe ich gedacht, okay, dann versuche ich es mal und dann schicke ich es ein. Und wie fühlst du dich beim Schreiben, wenn du sowas verfasst? Gut. Ja, ich weiß nicht, Schreiben hat irgendwie ganz viel mit, natürlich mit Träumen zu tun, mit in andere Welten eintauchen, aber auch wie ein Beispiel Tagebuch, damit sich Dinge mal klar zu machen und Dinge mal in Worte zu fassen, Gefühle, Gedanken, die man sonst vielleicht so ein bisschen diffus in sich trägt. Und da ist Schreiben schon eine tolle Sache. Okay. In deinem ersten Buch, im Abseits der Lichter, schreibst du, manchmal muss man erst einmal hinter der Maske der Leute schauen. Wie sehr trägst du selbst eine Maske als lesbische Autorin? Ja, ich würde sagen, vielleicht trage ich dann, also als lesbische Autorin, gar nicht unbedingt eine Maske. Ich meine, ich sitze jetzt ja hier und rede mit dir darüber, und ich bin lesbisch und bin da ganz klar. Ist es dein echter Name, Lina Kaiser? Nein, das ist er nicht. Genau, ja, es ist ein Pseudonym. Ja, ich musste halt dann zu einem Zeitpunkt entscheiden, ob ich das unter meinem richtigen Namen oder unter einem anderen veröffentlichen will, und irgendwie hatte ich das Gefühl, so ein Pseudonym gibt einem noch ein bisschen mehr Freiheit und vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit, weil dann eben nicht so, das sofort mit der privaten Person verknüpft wird, was man da geschrieben hat. Und was waren dann genau so deine privaten Gründe, dass du dich dann wirklich für ein Pseudonym? Ja, zum Beispiel habe ich halt gedacht, wenn man irgendwie dann es darum geht, einen Job zu finden und irgendwelche Arbeitgeber dann anfangen, deinen Namen zu googeln, dann müssen sie ja nicht als erstes sehen, dass ich lesbisch bin. Das habe ich mir schon so gedacht, ja. Also hast du tatsächlich dann auch Angst, dass es halt in der Öffentlichkeit nicht so angenommen wird? Ein bisschen vielleicht. Also nicht unbedingt Angst, aber ich weiß halt, dass es immer noch Vorbehalte gibt. Und dass es immer noch Leute gibt, die da irgendwie ein Problem mit haben. Und
man weiß es halt nicht, ne? Man kann den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken und... Hattest du denn auch schon Konflikte? Nee, also ich habe echt eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht. Wie war es denn zum Beispiel damals in der Schule, zum Beispiel beim Sport? Wie war, bist du beim im Sportunterricht damit umgegangen? Ich habe meine komplette Schulzeit lang das Thema für mich versucht auszublenden und habe das halt so ein bisschen weggesperrt. Also in der Schule war ich halt auch überhaupt nicht out und ja, irgendwie verfällt man dann einfach in seine Rolle und spielt es dann irgendwie so durch und unangenehme Situationen, die kommen dann zwar mal, aber die hält man dann irgendwie durch. Okay, im ersten Buch beschreibst du ja auch eine Szene, zum Beispiel in der Dusche oder so. Mhm. Hattest du selbst auch mal sowas erlebt in Sportunterricht? Ja, also die Duschszene da, Katinka spielt ja Fußball, die habe ich eigentlich original so erlebt. Ich habe nämlich auch eine ganz kurze Zeit in meinem Leben mal Fußball gespielt. Da war ich so 15 und noch völlig verwirrt und es war sowieso alles peinlich und unangenehm. Und als dann die Mannschaft dann nach dem Training duschen gegangen ist, habe ich mich in Grund und Boden geschämt und bin ganz schnell verschwunden. Und ja, das ist halt auch, ne, wenn man so pubertiert und so, ganz furchtbar. Okay, und jetzt, du bezeichnest in deinem, hier im ersten Buch, bezeichnest du Küssen nur als Speichelaustausch. Im Gegenteil, im zweiten Buch, Tanz ins Flutlicht, zum ersten Mal halt auch so ein bisschen Erotik sozusagen auch beschreibst, was du vorher nie so getan hast. Wie sehr ist dir denn Erotik wichtig in deinem Buch und in deinem Leben? ja, ich denke schon, dass das wichtig ist. Gehört dazu. In den Büchern ist das eher so ein Randnotiz mal. Also ich möchte halt schon, dass den Leuten, die das lesen, klar ist, dass Katinka dann tatsächlich auch eine körperliche Beziehung dann mit einem anderen Mädchen führt und deswegen habe ich das halt dann auch eingebracht. Ja, aber ich werde, glaube ich, niemals ein komplettes Erotikbuch schreiben. Das okay. Wird nicht passieren. In deinem zweiten Buch geht es ja tatsächlich mehr wirklich um das Coming Out und dadurch, dass es dadurch auch einen Beziehungsstress eigentlich gibt zwischen den beiden Hauptpersonen. Wie war es denn bei dir? Was war als erstes da? Das Outing oder die erste Freundin oder eine erste große Liebe? Was war bei dir als erstes da? Also meine erste Freundin habe ich gehabt, als ich schon mich zumindest vor meiner Mutter geoutet habe. Und als ich dann die Freundin hatte, fiel es mir auch leichter, mich vor Freunden und anderen Leuten zu outen, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, dann, ja, dann hatte ich auch was vorzuweisen. Dann stand auch jemand hinter mir und ja, und das, ja, so war das. Also hat dir das sozusagen dann Kraft gegeben? Dass ja, auf jeden Fall. Also es war besser, als ich noch nur für mich dann damit stand. In der Schule hattest du dich dann auch geoutet, als du deine Freundin hattest, oder kam das erst alles danach? Nee, also da habe ich echt abgewartet, bis Schule vorbei war und... Also hast du dich sozusagen auch nicht so dort getraut, das offen zu... Nee, überhaupt nicht. Also das war mir echt unangenehm. Das thematisiere ich auch im zweiten Buch, dass Katinka auch gerade in der Schule sich nicht unbedingt outen will. Da sind einfach auch wahnsinnig viele und verschiedene Leute und nicht mit allen ist man sich immer so grün. Und das war mir dann einfach schon zu viel. Das in der Schule zu machen und ja. Wie viel Katinka ist in dir selbst drin? Also wie sehr ist es autobiografisch? Schon. Also die Geschichte an sich habe ich so nicht erlebt, aber ich schreibe ja auch aus Katinkas Sicht und dementsprechend stehen da auch ganz viele Meinungen, Gedanken, Erfahrungen, die ich irgendwie selber so gemacht habe, drin. Und vielleicht reagiert Katinka auch manchmal so, wie ich es tatsächlich tun würde. So ein bisschen grübelnd auch, so ein bisschen abwartend. Das hat sie auf jeden Fall auch von mir. Ja, und wir mögen beide gerne Fußball. Haben dir da denn auch da deine Tagebücher eventuell zu geholfen, zu deinen Büchern, zu dem, was du geschrieben hast? Dass du da ein bisschen eventuell Anstoß genommen hast, oder? Ja, also ich glaube schon. Allein, dass ich da so unglaublich viel Material über den Herzschmerz, den man so haben kann, drin gesammelt habe, konnte ich bestimmt daraus was ziehen, auch allein aus der Schreibpraxis, sich hinzusetzen und einfach mal lange zu schreiben und Worte zu suchen und so. Allein deswegen hat das schon geholfen. Wird es eine Fortsetzung geben? Weil das ist ja schon sehr offen am Ende. Ja, ich glaube aber, dass es keiner weiteren Fortsetzung bedarf. Ja, weil du lässt ja schon ein offenes Ende dort. Ja, aber ich glaube, das fand ich irgendwie ganz gut. So. Also ich weiß natürlich, also wie ich meinte, wie es endet. Ja, aber trotzdem kann ja jeder sich seine Gedanken dazu machen, was ich damit wohl sagen will.
Und wie kommst du eigentlich dazu, auch immer auf jeden Fall so ältere Bücher, also ältere Literatur eigentlich zu erwähnen und daraus sehr viel zu zitieren? Also im ersten Buch war es ja Romy und Julia. Im zweiten Buch war es ja Die Leiden des jungen Werther. Wie kommt es dazu, dass du als junge Autorin tatsächlich so alte Bücher dort verarbeitest? Also Romy und Julia ist halt super klassisch, ne? Diese die beiden Liebenden, die sich nicht lieben dürfen. Das hat irgendwie gepasst und ich habe es einfach total oft durchgekaut in der Schule und hinterher an der Uni auch nochmal. Und deswegen kannte ich den Text und dann habe ich mich da einfach ein bisschen bedient. Und Die Leiden des jungen Werther, das habe ich mal gelesen in einer Phase, wo es mir ähnlich wie Katinka ziemlich schlecht ging, so liebeskummermäßig, und habe mich da total drin wiedergefunden. Und da hat sie mich dann ja tatsächlich an mich erinnert und dementsprechend habe ich da wieder ein bisschen rausgeschöpft. Okay. Überlegst du denn auch eventuell auch mal andere Themengebiete zu schreiben? Also dass du aus dieser, eigentlich das ist ja so eine Nische, so Lesbenbücher, dass du daraus kommst und dann auch andere Bücher schreibst? Kann ich mir schon vorstellen, dass ich mal irgendwie, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, mal ein Jugendbuch zu schreiben, was jetzt nicht unbedingt in der lesbischen Ecke dann spielt. Das ist natürlich dann auch gut, ein Pseudonym zu haben, dann kann man den Namen wechseln, weil wenn Lina Kaiser jetzt was völlig anderes schreibt, ne, also jetzt irgendwie ein Science-Fiction-Roman, dann wäre das, glaube ich, komisch, weil das ist dann nicht mehr Linas Thema. Aber ja, vielleicht schreibe ich mal was anderes. Mal gucken. Okay. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu den fiesen Dreien. Hier hat sich unsere Redaktion 8 Fragen überlegt, die jetzt sehr fies sind. Okay. Und dafür musst du dir jetzt 3 Fragen aussuchen. Okay. Das? Ja. Hinstehen? Erstmal direkt okay. Alle 3, dann. Das. Und das. Okay. Gut, dann kommen wir mal zu der ersten Frage. Mhm. Du studierst ja etwas mit Medien und nebenbei schreibst du. Das sind ja jetzt beides so Sachen, wo ja eigentlich keine solchen Einnahmequellen so später so richtig kommen, wenn man sich das so klischeehaft denkt. Mhm. Womit willst du denn später dein Geld verdienen? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, das kann ich jetzt einfach gar nicht genau so sagen. Ich würde gerne irgendwas machen, wo ich einbringen kann zu schreiben. Weil ich das gerne mache. Ja, aber wie sich das dann, ob das jetzt irgendwie dann journalistisch ist oder für ein Unternehmen irgendwie im Online-Bereich, Content-Management, diese Dinge, irgendwie sowas. Und ich hoffe, dass man damit dann auch Geld verdienen kann. Mal gucken. Okay, gut. Bleibt also sehr spannend. Ich meine, mit dem Schreiben würde ich natürlich auch total gerne Geld verdienen, aber da muss man schon mega Bestseller schreiben. Ja. Aber meinst du, du kommst da hin? Ja. Schön wär's. Okay, dann kommen wir mal zu der zweiten Frage, die du ausgesucht hast. Du gibst mit deinen Büchern eine Orientierung für Jugendliche zum Outing. Allerdings selbst zeigst du dies nicht so offen mit deinen Künstlernamen. Ist das nicht feige? Nee, also ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch auf dem Cover und ich sitze jetzt auch hier und es ist nur so eine halbe Maskierung und ich weiß nicht, ich glaube, ich meine, viele Leute schreiben unter einem Pseudonym. Ich meine, natürlich kann man jetzt sagen, aha, stehst nicht dazu, aber doch, ich stehe dazu. Ja, also nein, ich finde es nicht feige. Okay. Dann kommen wir mal zu der dritten Frage. Was sagen denn deine Freundinnen und Ex-Freundinnen dazu, dass du sie für deinen Roman missbrauchst? Also, dass du deine eigenen Erfahrungen, dass du sozusagen was in Tagebüchern geschrieben hast und dass du halt so deine Gedanken, die du damals hattest, dafür in Büchern, ja, schreibst. Mm, also ich glaube, weil das nicht so offensichtlich ist, hat ja bisher keiner irgendwas gesagt oder sich beschwert und es lässt sich halt nie ganz vermeiden, dass man irgendwie Sachen auskramt, die man irgendwie mal so erlebt hat, also die man so gefühlt hat. Vor allem nicht jetzt bei dem Thema, was ja eben auch mein Thema ist. Und ja, aber ich sage ja da nichts Konkretes, deswegen habe ich da keinen Stress bekommen. Dann vielen Dank, dass du heute zu Gast hier warst. Danke. Und vielen Dank, dass ihr auch eingeschaltet habt, also angeklickt habt. Und ich hoffe, ihr klickt auch nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt Querblick Theken Talk Osten Anyway in Köln. Vielen Dank. Lass mal anstoßen.